Was geht ab, Leute? Ich bin der Insane und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal wieder ein Meinungsvideo. Jedoch nicht zu welchen Esstischen oder sonst irgendwas, sondern meine Meinung zu Lamborghini. Ihr kennt es doch bestimmt alle, die Sportwagenmarke Lamborghini. Und jetzt meine Meinung dazu. Also, für die, die es wissen, ich glaube, das weiß noch nicht jeder, weiß, dass ich auch nicht so gesagt habe, aber ich bin tatsächlich ein großer Lamborghini-Fan. Ja, die Autos sehen einfach nice aus, der Sound ist auch übelst nice. Und ja, das ist egal, ob es ein Gallardo, Murcielago, Huracan, Aventador oder auch ein älterer ist. Sowas wie Countach oder sonst was. Sehen alle einfach nice aus. Ja. Also, das will ich jetzt auch nicht großartig wieder zu sagen, weil, ja, also das ist halt, das, ja. Ist halt, ja, es sind schöne Autos. Lol. Naja, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Also ich meine, klar, falls ich irgendwas will, könnte ich sagen und ich würde ein zweites Video machen, aber das ist meine Meinung. Also ich finde, dass es halt eine schöne Automarke ist und so. Ja. Also eben ist es egal, ob es ein Murcielago, ein Huracan, Aventador, Gallardo, Veneno oder auch eben älterer wie Countach und so weiter. Sind generell schöne Autos. Genau, wenn man mich. Wenn man mich jetzt aber fragen würde. Welches von den Lamborghinis findest du am besten? Könnte ich das tatsächlich gar nicht beantworten, weil ich mag eigentlich so gut wie alle. Ja. Ja. Also natürlich, welcher ist eigentlich der erste Lamborghini, den ich zum ersten Mal mit meinen eigenen Augen gesehen habe? Also nicht irgendwie auf Bildern oder so, sondern wirklich persönlich. Das war ein gelber mit schwarz, also ein Lamborghini Gallardo mit gelber Lackierung und schwarzen Streifen. Erinnere ich mich noch. Da stand er damals in der Umgebung. So ein bisschen halt. Also stand halt ein bisschen rum. Und hab dann auch damals halt ein Video gemacht. Für die es halt gesehen haben, war dann ein Lamborghini. Ja, das ist einer der älteren Videos. Und ja. Also auch. Dann natürlich habe ich auch schon andere gesehen. Letzt zum Beispiel habe ich einen grünen Aventador gesehen an der Kreuzung. War nice. Aber eben, ich weiß gar nicht, welchen ich am meisten mag, weil ich mag eben alle. Ja, also. Und das war es jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Und wenn euch dieses und meine anderen Meinungsvideos und generell meine Videos gefallen, dann abonniert doch diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, zu was ich als nächstes meine Meinung sagen soll. Vielleicht Ferrari, Bugatti. Oder generell irgendwelche Automarken. Muss aber auch nicht Automarken sein. Kann auch irgendwas anderes sein. Alles. Außer bitte politische Themen, bitte. Aber ansonsten alles. Bis zum nächsten Mal.